verbringst du viel Zeit hier? Ja, der Laden ist eine Art Zuflucht für den Widerstand. Ich hoffe, der Imperator hat das nicht auch rausgekriegt. Willkommen im Zurkis, dem neuen interdimensionalen Gastropub und Arenaplex. Ich nehme deinen Mantel und all deine Waffen. Daran sollte ich schon gewöhnt sein. Danke für den Besuch im Zurkis. Wir metzeln mit einem Lächeln. Zurki ist meistens hinter der Bar. Er wird wissen, wo ich den Piraten mit den Ersatzteilen finde. Reden wir mit Zurki? Je eher mein Kommunikator wieder läuft, desto besser. Das Universum scheint leider noch instabiler zu sein. Reden wir mit Zurki? Je eher mein Kommunikator wieder läuft, desto besser. Die Füße mal auf festem Boden zu haben. Namaste und Frieden sei mit dir, Revet. Hey, Zurki, hast du unseren geliebten ersten Mat gesehen? Brauchen Signalverstärker. Sieh mal an, so sieht man sich wieder. Gib mir das Teil. Bist du mir eher gefolgt? Sehnst du dich so verzweifelt nach meiner Zuneigung? Gib mir das Teil, Pierre. Wieder und wieder sage ich dir, mein Herz ist vergeben. Und doch... Rusty Pete? Rostig? Mon Dieu, dein Freund ist ganz schön fresh. Mein Name ist Pierre Lefer, Pirat extraordinär. Kämpfen wir drum? Zurkis ist eine gewaltfreie Zone. Regelt das draußen. Ich bin mehr Liebhaber als Kämpfer. Aber für dich mache ich gerne eine Ausnahme. Treten wir einem Roboter in den Hintern? Eine sehr fragwürdige Formulierung. Aber warum nicht? Wo melden wir uns zum Kampf an? Da drüben an der großen Fensterwand ist eine Konsole. Echt cool. Ich zeig sie dir. Eine Zähne. Wir müssen uns anmelden, um die Piraten zu erledigen. Keine Angst, ich gewinne das Teil für dich. Du bist also auf der Abschussliste des Imperators. In Zirkon Juniors Schlachterplex. Seid ihr alle bereit für die Spannung, den Schmerz, das Gemetzel? Heute Abend wird Publikum gegen die So gibt es in jeder Dimension eine gefährliche Kampfarena. Ich würde gegen euch kämpfen, aber erst müsst ihr beweisen, dass ihr es wert seid. Yeah. Die Piraten.
kommen durch Spalten. Bewundernswert, dass sie immer neue Wege zum Mogeln finden. Ja! Laufzeitgewebe! Das ist typisch für Piraten! Hmm.
Lecker! Sie hat's geschafft. Ratchet, kannst du mich hören? Ratchet, kannst du mich hören? Clank, geht's dir gut? Wo steckst du? Ich sah, wie der Lombax dich mit... Mir geht's gut. Und ich bin gerade bei dem Lombax. Hey, ich bin Rivet. Hi! Wow, das ist... Warte. Okay, ich muss dir was erzählen. Dr. Nefarius ist jetzt der Imperator dieser Dimension. Bitte was? Nein. Ich habe genug zu tun mit meinem Nefarius. Das ist es ja. Wir müssen ihn und uns hier rausschaffen, aber... Ohne den Dimensionator... Ich glaube, wir müssen einen neuen bauen. Ich kenne einen Propheten von Savali namens Gary. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich bin nur ein paar Sektoren entfernt. Ich schau's mir an! Was können wir tun? Gibt es den Planeten Blizzard Prime in dieser Dimension? Ja. Wieso? Wir können dort das Phasenquarz zum Antrieb des Dimensionators finden. Wenn ich recht habe, können wir das Gerät innerhalb kürzester Zeit nachbauen. Dann sollten wir wohl mal loslegen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ebenso, Ratchet. Pass gut auf dich auf. Wow, ein anderer Lombax. Los, bauen wir das Ding. Sahne. Ich schaffe bestimmt noch den Bronzepokal, bevor es nach Blizzard Prime geht. Extra Balls können nie schaden. Kannst du das Ende meiner trügerischen Strecke erreichen, ohne von deinem Rost zu fallen? Kommt unser Lombax mit etwas Tödlicherem klar? Zum Beispiel mit den knochenschmelzenden Säuresümpfen von Sargasso? Wie soll Klein Zuck und den Peter eine Arena des Schreckens leiten, ohne die Dimensionen kontrollieren zu können? Und endlich! Klein Zuck ungeleitet unseren Champion zu... Knochenschmelzenden, augenverätzenden Säuresümpfe von Sargasso! Es gibt eine kleine Änderung an meinen Plänen der Vernichtung!
Das war erste Sahne. Ich schaffe bestimmt noch den Bronzepokal, bevor es nach Blizzard Prime geht. Extra Balls können nie schaden. Willkommen, verehrtes Publikum! Heute stellt Klein Zirkon Robert auf die ultimative Probe! Wie wird sie sich schlagen, wenn sie nur mit einem Vollstrecker kämpft? Auf einmal so still da hinten. Alles okay? Ich habe vielleicht nicht ganz korrekt dargelegt, wie schwer der Bau eines Dimensionators ist. Aber klar, wir wussten alle, dass es nicht leicht wird. Ja, aber Phasenquarz ist eins der seltensten Mineralien im Universum. Genau. Wolltest du je einen Tunnel direkt zu deinen Gegnern graben? Mach deinen Traum wahr mit dem Bohrhund! Bis zum nächsten Mal! Hey Rivet, wenn du das hier hörst und einen Moment oder zwei Zeit hast, Trudy könnte auf Sargasso deine Hilfe brauchen. Trudy? Sie ist eine Freundin. Hat wohl nichts mit der Rettung der Dimension zu tun, aber... Mord fragt nicht, wenn's nicht wichtig ist. Hallo, Dimension! Es stimmt, ich war weg seit... ihr wisst schon wie lange. Also dachte ich, wir sollten mal wieder quatschen. Was habe ich so gemacht? Oh, nur mit meinen treuen Fans geplaudert. Meine tolle Landschaft genossen. Und herausgefunden, dass genau zwei freche Lombaxe überall herumrennen und versuchen, alles zu ruinieren. Also biete ich jedem ein Kopfgeld von 30 Millionen Nefarius Freiheitscoupons, der es schafft, mir diese pelzigen Ganoven zu bringen. Tot oder lebendig. Aber vorzugsweise lebendig, damit ich noch etwas Spaß mit ihnen haben kann. Mein raffiniertes Spionagenetzwerk deutet an, dass sie sehr bald auf Blizzard und Savali sein werden. Also beeilt euch! Oh, wenn diese Lombaxe zuhören,
Ihr sollt wissen, dass ich euch zu Staub zertreten werde. Dann werde ich diesen Staub in eine Sonne schicken. Und anschließend werde ich diese Sonne in ein... Toll. Ich bin auf 2 Nefarius-Abschusslisten. Und er weiß, wo wir hinwollen. Oh je. Ist okay für mich. Mit Trudy. Oh, Hallöchen, Rivet. Ach, sie hat nur Hunger auf Zopfsteine. Eigentlich futtert sie von den Steininseln da oben, aber wie es aussieht, ist sie zu müde zum Fliegen. Oh, wieder mal zu lange gefeiert? Keine Sorge, ich hol sie. Ach, du bist ein Schatz. Wir werden dann einfach hier auf dich warten. Wenn Rivet mit den Zopfsteinen zurückkommt, streue ich vielleicht etwas Flugtiangewürz auf. Ein Zopfstein! Genau, was Trudy jetzt braucht! Oh-oh, reit hier weg! Hier muss ein Flitzkäfernest sein. Ja, sehen wir uns um. Trudy wieder fit zu machen. Komm zurück zur Gelatoniumfabrik, damit wir dir persönlich danken können. Oh, ich weiß. Trudy, da! Rivet hat dir Zupfsteine mitgebracht. Weißt du, falls du noch mal mehr sammeln willst, würde ich diese Schutztruppenstiefel dagegen eintauschen. Ich markiere alle Zirpsteine der Gegend auf deiner Karte, falls du interessiert bist. Falls wir jetzt nachsehen wollen, könnte dieser... Blitzkäfer ganz nützlich sein. Das hat lecker geschmeckt. Hm? Treffe dich, glückliche kleine Zungenschnüfflerin. Der Kampf mit dem Suchfüßler war schon was, hä? Danke, dass du dir meinetwegen so viel Mühe machst. Ah, das war gar nichts.
Putztruppenstiefel? Du hast dir nämlich ein paar verdient. Bring die Zurbsteine vorbei, wann immer du Zeit hast. Mache ich. Hey, Mort, erinnert dich... Oh, wow, sind das viele Zurbsteine. Damit gehören die Schutztruppenstiefel dir. Unsere Trudy hat immer riesen Hunger. Also, wenn du noch mehr Zurbsteine bringst, könnte ich dir noch diesen Rida-Spionbot geben. Oh, was hast du gesagt, Trudy? Du willst Rivet helfen, sie zu finden. Du hast sie gehört. Spring auf ihren Rücken, sobald du die Suche starten willst. Woo! Mit Trudys Hilfe kann ich herausfinden, wo der Rest der Zurbsteine ist. Ich sag's dir, dem alten Mord wird's warm ums Herz. Trudy. So aktiv zu sehen. Hallo! Steht hier der Sinn nach Balz Lambax? Der Bronzepokal wartet auf dich.